Ein wunderschöner Sonntag in Wetzlar. Die Sonne scheint und es ist sehr kalt. Der Spaziergang beginnt am Dom, dem Wahrzeichen der Stadt. Prachtvolle Fassaden schließen den Platz ab. Die Menschen flanieren durch die engen Gässchen und genießen diesen herrlichen Wintertag. Der Weg führt bergab vorbei an Fachwerkhäusern und diesen alten Radabweisern aus Stein. Bei dem Kaugummiautomaten zwängt sich das Eseltreppchen zwischen zwei mächtige Häuser. Die Stufen führen hinunter zur alten Lahnbrücke. Hier arbeitet gerade der Wetzlarer Künstler Valentin Gerstberger. Schon seit einigen Jahren beschäftigt er sich mit eisernen Zeitzeugen der Stadtgeschichte, wie Bronzetafeln, Kanaldeckeln und Zäunen. An einer der Stufen befindet sich etwas versteckt, eine uralte Schachtabdeckung der Firma Hoffmann aus Frankfurt. Sorgfältig breitet der Künstler die Leinwand über das Eisenrelief aus und beginnt, die Form in den Stoff einzumassieren. Bei dieser Kälte ein ziemlich anstrengendes Verfahren. Diese Technik, die Frottage, hat Max Ernst Mitte der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts als erster in die Kunst eingeführt. Erst allmählich zeichnet sich das Motiv auf der Leinwand ab, die durch Einsatz von viel Wasser etwas geschmeidiger geworden ist. Am Fuße des Treppchens sammelt der Künstler ein wenig Erde, um etwas von der Umgebung mit in das Bild hineinzubringen. Mit Küchenkrepp wird das überschüssige Wasser von der Oberfläche entfernt. So wird verhindert, dass die Farbe beim Auftragen verläuft. Solange sich die Leinwand noch auf dem Untergrund befindet, kann das Bild weiter bemalt werden.